Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Ja, was soll ich sagen, ey? Unter der letzten Episode, da habt ihr das genauso gemacht, wie ich das haben wollte. Ich konnte sehr gut erkennen anhand der Kommentare und den Bewertungen, dass ihr Lust darauf habt, von dem Spiel noch ein bisschen mehr zu sehen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr bei diesem Video genauso weitermacht wie bei dem ersten Video zu dem Spiel. Ich habe extra mein Survival-Hemd angezogen. So habe ich das jetzt einfach mal kurzerhand getauft. Das kennt ihr vielleicht noch vom Thumbnail zum ersten Video. Hatte ich das noch nicht an, aber heute habe ich mich in Schale geworfen, mein Indiana Jones Hemd, es passt soweit, ich bin bereit, auf dieser Insel hier weiter zu überleben, und ich glaube, unser Speicherstand war, jetzt habe ich hier erstmal mein Messer, wo habe ich es denn hingeworfen? Hier, das hat man kaum mehr, das war ein kleines, das Messer hat man kaum mehr gesehen, ich wollte eigentlich auf die Uhr drauf gehen und hier mal kurz gucken, weil der Speicherstand ist noch vor dem Schlafen, das haben wir eigentlich noch in der Episode gemacht, aber deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal pennen. Erstmal speichern, das habe ich ja gespeichert, und jetzt gehen wir schlafen, weil nach dem Speichern habe ich erst geschlafen im letzten Video. Das heißt, das Schlafen ist hier eigentlich noch nicht drin. Und dann ist er ja irgendwie um 3 Uhr nachts aufgestanden. Macht er das hier dieses Mal wieder so? Er macht das wieder so. Und als erstes, nee, 4 Uhr dieses Mal. Okay, nicht ganz 3 Uhr. Gleich kann also der Sonnenaufgang hoffentlich schön beobachtet werden. Und ich würde jetzt hier erstmal einfach mal hochklettern. Und ja, das ist nicht klettern. Du musst hier schon... Jetzt ist das Klettern. Ich bin versehentlich wieder weggeklettert, bevor ich anfangen konnte, richtig zu klettern. Ist ein bisschen komplex, aber man versteht, dass wenn man, ist hier irgendwo überhaupt eine, ich sehe keine Kokosnuss, doch, da war doch eine. Ich sehe hier keine Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Da! Hab ich die jetzt? Das sieht ganz so, ja, ich kann noch eine mitnehmen. Es ist sehr, sehr dunkel. Da, so, ich nehme auch noch mit. Jetzt habe ich 2 Kokosnüsse. Denn der braucht was zu essen, der junge Mann. Das Essen des hohen Business-Klasse-Fluges, das er vorher bei sich hatte, das reicht ihm nicht. Habe ich schon wieder... Nee, ich habe diesmal einen Stein... Hä? Werfe ich eigentlich andauernd was? Ja, ich habe schon wieder... Ich habe schon wieder mein Messer weggeworfen. Ich hätte auch ein Feuer machen können. Wäre auch eine Überlegung gewesen. Aber es sollte eigentlich dann bald mal auch wieder hell werden. Der Mond sollte untergehen. Zum Glück gibt es hier keine wilden Tiere. Kein Tiger. Kein Tiger auf der Insel, mit dem wir uns da irgendwie heimlich angelegt haben. So, Drinkable Coconut. Pfeift ihr die mal rein? Wie sieht es jetzt aus von der... Da pfeift dir gleich noch eine rein, bitte. Boom. Boom. Was würde denn Sinn machen, das als nächstes zu craften? Es gibt hier natürlich eine Axt, damit wäre man so ein bisschen... Es gibt hier verschiedenste Äxte. Eine Crude Axt, eine Refined Axt, ein Speer natürlich auch. Kann ich einen Speer schon machen? Habe ich jetzt gemacht einfach mal. Ich habe jetzt mal einfach eiskalten Speer gemacht, um irgendwie schön ein bisschen jagen zu gehen. Hier gibt es ja auch nichts groß Gefährliches bisher auf der Insel. Also es würde eigentlich fast am sinnvollsten sein, sich direkt mal auf eine weitere Insel zu bewegen. Hier gibt es noch einen Hammer, Fire Torch, eine Hoe, einen Bogen, Spare Gun. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, Leute, das ist eine schöne Startinsel hier gewesen. Jetzt haben wir auch mal wieder so ein bisschen Licht, dass man da nicht ganz im Dunkeln rumhängen muss. Das ist eine schöne Startinsel, das will ich gar nicht... Will ich gar nicht unterbuddeln. Ist hübsch hier, aber sie ist doch ein bisschen klein. Vielleicht macht es doch tatsächlich erstmal Sinn, sich umzuschauen, ob nicht auch andere Inseln schöne Palmen haben. Auch andere Inseln haben schöne Palmen. Ich begebe mich jetzt nochmal in mein Raft und dich töte ich mit meinem... Oh. Das ist ja cool. Ich nehme noch ein bisschen Fleisch mit. Rohes Fleisch ist auch Fleisch. Eine Kokosnuss wäre vielleicht auch nochmal ganz praktisch gewesen. Und dann ab in unser Raft. Und ich bin immer noch begeistert davon, wie großartig dieses Spiel aussieht. Ich habe es auch nochmal verglichen mit der Aufnahme von vor 2 Jahren. Es hat sich richtig, richtig, richtig krass einfach was getan. Und auch jetzt irgendwie erst im Februar ist ein großes neues Update erschienen. Habe ich irgendwie bei anderen YouTubern und Videos gesehen. Deswegen, wir kommen hier wirklich zur richtigen Zeit, um Stranded Deep nochmal eine etwas ausführlichere Chance zu geben. Wollen wir direkt hier hin? Guck mal, ich gehe jetzt direkt hier hin. Dann weiß ich nämlich auch, wie ich zurückfinde. Das ist quasi die Insel zu unserer rechten oder linken, je nachdem, wo man jetzt gerade hinschaut. Was sind die Geräusche? Was sind die Geräusche? Was sind die Geräusche? Ich höre irgendwas. Die Musik hat sich verändert und ich höre irgendeinen komischen Sound. Ist hier... Oh, da ist ein Hai. Oh, da ist ein Hai, da ist ein Hai, da ist ein Hai. Freundchen, gib mal jetzt ordentlich Gas. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... nur ein bisschen mehr Tempo machen könnte. Ich dachte jetzt erst, da kommt so ein fetter Sturm. Das hätte ich sehr interessant gefunden. Weil das wäre wirklich richtig bedrohlich gewesen. Aber mit Haien habe ich so meine Erfahrungen. Ich habe ja auch schon einen Speer. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das wäre schon krass, wenn man hier auch draußen... irgendwie rumfährt und dann plötzlich kommt so eine riesige fette Welle oder noch krasser, ein Strudel. Ein dicker, fetter Strudel, der einen so runterstrudelt. Sieht das größer aus? Ist das viel weiter weg, als ich eigentlich erwartet hatte?
Und das Meer wird hier schon ganz gut simuliert. Also man gleitet hier nicht irgendwie drüber. Zum Glück habe ich mein Survival-Hemd an. Mit meinem Survival-Hemd, da fühle ich mich sicher. Ich sollte da heil hinkommen. Es ist zwar ein bisschen stürmisch. Das muss man schon anmerken. Was auch immer sich da... Rechts, ist das ein UFO oder ist das ein riesengroßes Nilpferd, das da gestrandet ist? Man kann es noch nicht so genau erkennen. Vielleicht ist es auch einfach ein Stein oder sonst was. Es ist zumindest schon mal eine größere Insel mit auch größeren Palmen oder fichtenähnlichen Gebilden. Hier möchte ich gerne meine zweite Basis aufschlagen. Beziehungsweise die erste richtige. Das war nur so ein... Ich hab schon wieder irgendwelche geilen Geräusche. Ist da schon wieder irgendwo ein Hai? Ich weiß nicht. Also ich bin auf alle Fälle schon an Land jetzt. Mit meinem kleinen Messerchen. Und kann hier jetzt auf den ersten Blick auch keinen Hai mehr erkennen. Ist da denn irgendwo einer, wenn ich jetzt hier mal so kurz gucken würde? Naja, der Ton, den Ton gibt's auch immer noch. Vielleicht ist es keine so gute Idee, hier rauszulaufen. Ich vermute mal, das ist keine gute Idee. Das da ist meine alte Insel in der Ferne. Ich habe die Distance auch ganz hoch gedreht. Wir haben schöne Grafik und schöne Weitsicht. Das ist eine tolle Kombination. Und hier ist auch ein kleines Schweinchen schon mal. Das ist ganz geil. Ich gucke jetzt hier erstmal nochmal schnell auf meine Uhr. Es wäre an der Zeit, was zu trinken sich zu besorgen und auch was... Freundchen. Fast hätte ich ihn erwischt. Und auch nochmal was zu essen. Zu essen habe ich eigentlich schon genug. Was ist das denn hier eigentlich? Ist das ein riesengroßer... Ich dachte, es wäre ein riesengroßer Knochen. Das wäre natürlich interessant. Hier gibt es auch so ein bisschen wirklich Berge, so ein bisschen Vegetation. Ich frage mich, wie groß die Inseln denn so werden können. Das wäre auch noch eine ganz interessante Information. Ich erkunde jetzt erstmal hier. Das da ist kein UFO, wie ich es vermutet habe, sondern hier ist ein richtig fettes Boot. Nicht vor Anker gegangen, sondern gestrandet. Mit einer Konsole, die ich öffnen kann. Und da drin... Was habe ich jetzt gemacht? Ah, okay. Da drin kann ich Sachen lagern, wenn ich will. In dieser Konsole kann ich Sachen lagern. Ist also eigentlich schon mal ganz praktisch, das jetzt irgendwie da zu haben, wenn wir das wirklich zu unserer Base machen. Und hier befindet sich noch irgendwas anderes, nämlich eine Wood Crate, in der sich eine Engine befindet und eine freaking Taschenlampe. Das ist ja mal... Das ist ein geiler Fund. Auch wenn das aussah wie so ein... Richtig altes Boot. Ist das tatsächlich ein geiler Fund. Ich mache hier wieder direkt am Anfang meine Base. Das heißt, Wood Crate werde ich hier einfach mal schön fallen lassen, so wie es aussieht. Offensichtlicherweise. Das nehme ich mal mit. Die Engine lasse ich mal da drin. Ist das jetzt so richtig? Kann ich hier... Ja, guck mal. Also wenn das mal keine gute Idee war, da läuft auch... Ich dachte, es wäre eine Spinne, aber das ist auch gleichzeitig immer noch nur eine Krabbe. Jetzt brauche ich erstmal wieder... Ich mache diesmal... Nee, erstmal ein Campfire. Machen wir das Campfire hier schön hin. Und dann zünd das auch mal schön an, bitte. Mach den Stock schön. Ja, robbel den Stock, mein Freundchen. Robbel den Stock. Kümmer dich drum. Du musst dich gut um deinen Stock kümmern. Dein Stock ist sehr, sehr wichtig. Du musst ihn pflegen. Du musst ihn hegen. Du musst dich um deinen Stock kümmern. Ja, ich erkunde jetzt einfach mal die Insel, nachdem ich mir aber noch schnell eine Kokosnuss geholt habe. Ja, kletterst du auch? Oder er wollte irgendwie nicht klettern. Kletterst du bitte? Jetzt klettert er. Schön. Erstmal noch kurz darum kümmern, dass man ein bisschen gestärkt ist, dass man auch ein bisschen Wasser hat. Und dann erkunde ich diese Insel und mache mich noch daran, weitere schöne Sachen zu craften. Es ist geil, wie einfach seine Hand mitten in der Luft landet. Woran kletterst du entlang? Frage ich mich. So, schmeiß dir einmal hin, die zweite bitte auch. Dann schnapp dir das Messer, einmal drauf, zweimal drauf. Wenn das in Wirklichkeit mit Kokosnüssen so einfach gehen würde, ey. Die Welt wäre ein schönerer Ort. Ist das hier fertig? Ich meine, ich hoffe mal... Also zumindest, na, das gab jetzt wieder Vergiftung. Ich habe keine Ahnung, wann das Vergiftung gibt und wann das keine gibt. Es gibt zumindest Nahrung obendrauf und das ist so das Wichtigste. Ist ein bisschen größer, die Insel, tatsächlich. Da haben wir uns ein bisschen vergrößert. Aber ich finde auch noch nicht zu groß. Also ich glaube, unangenehme Überraschungen sollten hier auch nicht passieren. Sonst hätten wir das vielleicht schon gemerkt. Wenn hier jetzt irgendwie ein Tiger oder sonst was, wieso hier das Ding steht. Keine Ahnung, aber offensichtlicherweise passt das einfach ins Inventar. Hier sind ja viel mehr Ressourcen, die man einfach so aufsammeln kann. Allein wie viele Rocks da rumliegen. Das wäre auch so krass, wenn hier jetzt plötzlich Cthulhu aus den Meerestiefen steigen würde. Ich finde, Survival Games fehlt noch so ein bisschen der Hang zum Großen.
Ich brauche irgend so eine fette Bedrohung. Hier, guck mal, was es hier auch noch gibt. Das kann ich einfach alles mitnehmen. Ich kann so viel einpacken. Der Typ muss hier irgendwie eine Schlange an Müll und Ressourcen inzwischen hinter sich herziehen. Das willst du gar nicht wissen. Aber das ist schon mal diese Nadelbäume hier, die gefallen mir sehr gut. Da hat man hier noch das da. Hier könnte man eigentlich ein viel geileres Lager fast noch errichten. Weil das so geschützt ist zwischen den... Ja, ihr wisst schon was. Zwischen den... Hier ist so eine Yucca. Da sind auch noch irgendwelche Dinger. Also man kann hier schon viel draus machen. Aber es ist jetzt nichts irgendwie dabei gewesen, was mich super schockiert hätte. Abseits von den Sachen, die sich hier in dieser Kiste von dem Wrack befunden haben. Und da habe ich ja auch nicht genügend Inventory Space, um alles die ganze Zeit mitzunehmen. Deswegen sollte ich jetzt hier dann schon mal ein Lager errichten, zu dem ich hin und wieder etwas zurückkehre. Also, ich schaue jetzt mal. Was ich ja gerne machen würde, wäre so ein Fire Pit. Das habe ich jetzt auch erstellt, das packe ich jetzt hier so drumherum. Dann sieht das nämlich alles schon mal so ein bisschen schöner aus. Ein Fire Spit, dafür bräuchte ich noch einen Woodstick und Lashing muss ich auch herstellen. Dann kann man das nämlich alles so ein bisschen schöner braten. Das werde ich jetzt auch mal tun. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, hier wirklich eine schöne Feuerstelle zu haben, wo man auch mit der Schulklasse grillen gehen würde am Wandertag. Das ist mir ganz wichtig, das will ich erreichen. Kann ich das hier auch klein hacken? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur Sachen klein hacken, wo es draufsteht. Es muss schon draufstehen. Das hier auch nur... Ich bringe doch gar nicht über das Herz, das umzubringen. Das ist das einzige Wildschweinchen hier. Ich habe kein anderes entdeckt bisher. Das ist einfach unser Wildschwein. Jetzt kann ich erstmal das Lashing herstellen. Zack, nehme ich schön mit. Und dann habe ich eigentlich schon alles da hier, oder? Ja, Firespit. Jetzt muss ich einfach nur dahin laufen und dann kann ich das nämlich direkt upgraden. Finde ich auch gut gemacht. Ich muss nicht irgendwie diese anderen Sachen im Inventar haben, sondern das steht da und ich baue das so nach und nach einfach auf. It's beautiful. It's fucking beautiful. Die Frage ist nur, wie ich hier immer wieder zurückfinde, ob ich mir irgendwo guckst, ja an, Alter. Ich will, dass du ein Haustier wirst von mir. Ich werde dich nicht umbringen. Das kann ich dir nicht antun. Ich bringe die ganzen Krabben um. Bevor ich dich umbringe, muss ich alle Krabben auf dieser Insel gegessen haben. Du bist so ein putziger kleiner Scheißer. Das könnte ich echt nicht tun. Ich mache jetzt nochmal schnell einen Shelter. Da habe ich mich jetzt spontan zu entschieden. Ich mache jetzt nochmal spontan einen Shelter. Dazu muss ich natürlich hier nochmal das alles umhauen. Um da eben auch speichern zu können. Ist mein Messer kaputt? Ich glaube, mein Messer ist kaputt. Ich gehe jetzt auch mal ins Wasser. Ich gehe jetzt mal ins Wasser gucken. Das muss ich mich auch mal trauen, wie das irgendwie da so aussieht. Was ist das da? Stein. Ich mache jetzt erstmal eine Axt anstatt einem Messer. Ich mache jetzt mal eine richtige Axt. Die mache ich noch schnell fertig. Mache mir so ein Lashing. Einmal abpicken. Und dann hätte ich jetzt gerne eine geile, fette Axt. Eine Crude Axt. Was ist besser, eine Crude Axt oder eine Refined Axt? Wahrscheinlich die Refined. Dabei brauche ich nochmal ein Stone Tool und Leder. Leder. Um Leder herzustellen, brauche ich aber ganz schön Sachen für, mein Freund. Ich bin froh, dass ich jetzt hier erstmal so eine richtig geile Axt in meiner Hand habe. Ich bin der Axtmörder. Und irgendwo habe ich doch auch schon eine Palme gefällt. Kann ich eigentlich auch Möwen töten? Bestimmt. Das ist natürlich alles. Man hat hier schon viel... Vielleicht kann ich dich doch töten. Ah, ich bring's nicht übers Herz. Und ich treffe auch nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist so ein kleiner süßer Schlingel, der hier mit mir aufwächst. Und am Ende haben wir vielleicht die gleiche Bindung wie Aladdin zu seiner Wunderlampe. Nur, dass ich das Schweinchen nicht reiben werde. Davon werde ich absehen. Ich werde es nicht rubbeln und hoffen, dass irgendwie ein Wunschbar rauskommt. Habe ich jetzt alles? Ich habe alles für Shelter. Ich habe alles für Shelter da. Da hinten leuchtet hoffentlich auch noch irgendwo Licht, denn es wird wirklich mega dunkel nachts. Und ich habe Angst, dass das kleine Wildschwein mir die Kehle versaut. Schön irgendwie... Guck mal, da ist es auch schon wieder. Da kommt so ein Feuer. Es ist so ein putziges, kleines Ding. Also Shelter, das setzen wir dann einfach mal hier so. Es ist eine schönere Nummer. Es sieht hübscher aus. Man hat hier irgendwie schon diese Metallsache mit drin. Ich drücke auf... Speichern und dann werde ich jetzt noch eine unfassbar coole Sache machen, weswegen ich auch auf Speichern gedrückt habe. Ich werde jetzt einfach mal rausschwimmen und gucken, was passiert. Ich schwimme jetzt einfach mal raus. Das wird doch irgendwie so unser kleiner Aufhänger für diese Episode. Einfach mal rausschwimmen. Ich habe ja gespeichert. Da kann doch nichts passieren, oder? Ich meine, es ist ein bisschen dunkel hier drin. Was bist du? Ein Stingray. Guck mal, wie ich dich angreife, ey. War's das schon wieder? Der hat mir gar nichts angetan. Ist gar nicht so schlimm, die offene See. Ich meine, klar, ein bisschen vielleicht. Ich meine, es ist dunkel, aber hier so ein Rückenkrauler. Da fangen die Töne an. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Wo ist er? Da ist er. Ist er das nicht, die Sardine? Oh, wieso? Wieso? Wieso blutig? Ich sehe ihn nicht. Die Sardine hat mich attackiert. Das ist die Sardine, die mich umbringt, nicht der Hai. Wo ist er? Das ist ein Lionfish. Die sind auch gefährlich, habe ich gehört. I feel sick. Wenn ich jetzt sterbe, wird dann mein Speicherstand überschrieben.
Ich hoffe mal nicht. Ich überlebe ja auch ziemlich lang hier auf offener See. Vielleicht kommt auch ein Wal an und isst mich auf. Also es ist überraschend, wie ungefährlich das bisher ist. Ich schwimme einfach raus. Und könnte jetzt auch einfach so ein bisschen Tempo machen. Meine Uhr sieht es nicht so schlimm aus. Da sind vielleicht ein paar Pusteln. Ein paar Pusteln auf dem Arm. Aber nur ein paar. Bisschen Salbe, bisschen Kaufmannscreme. Und das wird schon wieder. Ja, hier auf offener See beenden wir dieses Video zu Stranded Deep. Wenn ihr mehr sehen wollt, das habe ich ja jetzt schon zu Genüge erwähnt. Aber so läuft das halt, so läuft das YouTube-Game. Ja, dann könnt ihr mir sehr gerne eine Bewertung und einen Kommentar da lassen. Und dann sehen wir uns möglicherweise wieder dann, aber nicht hier auf offener See, sondern dann wird natürlich wieder seriös am Überleben gearbeitet. Aber so überlebenswidrig sieht es hier gar nicht aus, wenn man da einfach so ein bisschen rumhängt. Mit der Axt in der Haltung.